Wir befinden uns in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit. Bisher hatte ich wenig zu diesem Thema in der Zeit, wo wir uns befinden, sprich also Covid-19-Zeit, sehr, sehr wenig dafür zu sagen gehabt, weil ich der Meinung bin, es wird eh sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel diskutiert, sehr, sehr viel gemacht. Aber ich glaube, es ist auch mal wieder an der Zeit, dass ich mal zu diesem Thema wieder mal Stellungnahme nehmen sollte, gerade für Menschen, die ja, in die Zukunft sich Gedanken machen. Ich glaube, das sind alle, vor allem für Menschen, die die Welt nicht, ja, ich sage mal, egal ist. Gerade für Menschen, die bei uns irgendwie in der Schule mit verankert sind, also inbegriffen sind. Ich glaube, dazu dient das Video vielleicht von meiner Seite sehr, sehr gut, denn ich werde oft gefragt, was hältst du von dieser Zeit, was kann man da machen? Eines ist ja unbestritten, wir befinden uns in einer Welt, wo wir vor lauter Eindämmungen, also Vorschriften, Maßnahmen, die permanent sich wechseln, uns befinden. Und darüber hinaus bekommen wir dazu auch noch Drohungen, also wenn das nicht gemacht wird, wenn die Maske nicht getragen wird, dann wird das und jenes verlangen. Wir befinden uns also in einer Zeit, die wir so nicht kennen, wir Menschen. Und wir befinden uns in einer Zeit, wo wir jetzt mal überlegen müssen, in der wir behandelt werden wie Schutzbefohlene, wie Kinder. Das heißt, es wird einfach irgendwas bestimmt, es wird irgendetwas gemacht, ohne dass der Mensch oder die Menschheit dafür gefragt wird. Und es wird einfach unterstellt, es ist zum Guten. Dass diese Zeit, und ich stelle euch die Frage, die solltet ihr euch stellen, wohin soll das führen? Wohin wird es uns Menschen vom Geistigen, vom Miteinander hinbringen? Ich glaube, jeder von uns muss klar sein, dass hier nicht nur darum, oder anders gesagt, dass wir damit nicht nur irgendwelche Infektionszahlen oder so eindämmt, sondern viel mehr dahinter steckt, also nicht unbedingt gewollt, da komme ich noch gleich drauf, sondern dass wir Menschen letztendlich jetzt beginnen, mit solchen Maßnahmen, Vorschriften generell zu leben und sie leichter zu schlucken. Auch jedem von uns ist klar, dass die Wirtschaft mittlerweile auf einen Nullpunkt gefahren wird. Es kommen nur die Zahlen generell von der Wirtschaft überhaupt oder auch von großen Firmen, aber der Mittelständler, der kleine Selbstständige, der Angestellte, der in Kurzarbeit ist und in Zukunft keinen Job mehr haben wird, werden wir Zeiten entgegengehen, die diese Maßnahmen hervorbringen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, es ist ja wichtig, weil es geht in erster Linie um das einzudämmen. Dann sage ich, ja, also ich bin kein Corona-Leugner. Tatsache ist, dieses Virus, da bin ich mir sicher, gibt es. Definitiv. Definitiv. Die Frage ist nur, ob diese Maßnahmen uns nicht noch stärker schädigen in unserem Leben und für die Zukunft, als was die Maßnahmen letztendlich bringen. Bedenkt, Menschen verlieren ihre Existenzen. Wir verspüren generell Unsicherheit, Einsamkeit. Wir dürfen uns nicht mehr so treffen, nicht mehr so bewegen. Wir werden eingeschränkt in der Reisemöglichkeit, im Freizeitangebot. Kinder sollen nicht miteinander rumturnen und ältere Menschen dürfen nicht besucht werden. Der Mittelstand, ich meine jetzt vom Alter her, der Familienvater, die Familienmutter, hat natürlich Zukunftsängste. Sie macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Und dass das für uns alle diese Zeit Spuren hinterlassen wird, das glaube ich, muss uns alle klar sein. Und das ist eine Zeit, wo wir heute schon sehr kritisch betrachten dürfen. Zum einen die Maßnahmen, die angeblich geschaffen wird, um uns zu helfen und uns zu schützen. Und zum anderen die Gegenwirkung, die heute schon fatale Geschichten verbreitet hat und wirklich ein Ausmaß von Horrorszenarien darstellt. Ja, wir befinden uns in einer Zeit der Unsicherheit. Und in dieser Zeit wird uns, und ich glaube, das ist das Entscheidende, wird uns einfach etwas vorgegeben oder etwas gesagt, was wir einzuhalten haben. Und das wir eigentlich einfach zu schlucken haben. Nehmen wir mal das Beispiel, dass selbstgenähte Masken, egal wie, und wenn es ein Schal ist, der grob löchrig ist, schützt vor Coronaviren. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch von uns muss wissen, dass dem nur bedingt oder gar nicht der Fall ist. Warum wird es dann getan?
Jeder Virologe sagt dazu, das ist ein Witz. Ansonsten würde ja auch in der Vergangenheit der Chirurg einfach mal mit dem Schal, mit dem er in die Arbeit kommt, in den OP-Bereich gehen können. Das wäre genau das Gleiche. Heute ist es einfach so und das geht. Also ich appelliere an unseren normal denkenden Verstand. Es ist klar, dass wir alle irgendwo in der Unsicherheit sind. Es wird uns auch gesagt, dass stundenlanges Tragen von Masken und das ganze Zeit des Einatmens überhaupt nicht gesundheitsschädlich ist. Jeder Mediziner darauf stellt sein Medizinstudium somit in Frage, weil es einfach unlogisch ist. Es stimmt nicht. Es ist eine Tatsache, dass es nicht stimmt. Auch jeder dürfte mittlerweile wissen, dass ein PCR-Test niemals eine virale Infektion feststellen kann und vor allem nicht im Detail. Aber wir werden dazu verpflichtet. Eine epidemische Lage stellt man nicht fest durch Infektionszahlen, sondern stellt man immer fest durch das, was Erkrankte daraus erstehen. Wir halten uns aber an die Epidemiezahlen, an die Infektionszahlen. Die einzige Aussage von unseren Politikern in diesem Sinne von Herrn Söder ist, die Mutter aller Zahlen sind die Neuinfizierten. Das ist die Aussage, ohne Erklärung. Wir wissen auch anhand der ganzen Statistiken, dass Covid-19 keine Übersterblichkeitsrate erzeugt hat. Mittlerweile melden sich wichtige Persönlichkeiten, Virologen, Chefärzte und auch angesehene Persönlichkeiten, die was zu sagen haben, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und sagen, hallo meine Leute, Infektionszahlen, ja, aber viel wichtiger ist, wie viele sind erkrankt, wie viele sterben, wie ist der Verlauf. Und das ist bisher minimal, wenn man das gegenüberstellt zu der Grippe-Epidemie, Entschuldigung, ist das eigentlich lächerlich. Wir wissen es, wir hören es, aber wir können uns im Endeffekt nicht richtig zuordnen. Eine Impfung von 7 Milliarden Menschen und das Ganze, den Impfstoff auf die Welt zu bringen auf ein paar Monate, ist da angeblich ab heute risikolos. Früher noch mussten die Impfstoffe Jahre getestet werden. Jetzt geht es auf ein paar Monate. Und noch jede Impfung hat auch noch dementsprechend ihre Gegenwirkungen irgendwo erzeugt. Und wenn heute die ganze Menschheit geimpft wird, ist die Frage, ist es sinnvoll oder ist es nicht? Unsere Grundrechte, das eine gewisse Sicherheit bei den Menschen bietet, werden komplett aufgehoben. Das heißt also von dem, wo wir sagen, wir sind dieses Volk, wir haben diese Rechte, wir können uns so bewegen, das ist nicht mehr so, das war mal, aber das ist nicht mehr so. Wir müssen heute in einem Restaurant oder in einem Geschäft, müssen wir eine Maske tragen, aber sobald wir am Tisch sitzen, auch wenn es fremde Menschen sind, dürfen wir die Maske herunternehmen. Eine interessante Geschichte. Es sind Widersprüche zu Widersprüchen. Es sind Maßnahmen zu Maßnahmen. Es wird alles verändert. Es ist unplanbar. Wir können mit der Zukunft nicht wirklich planen. Jetzt ist wieder die Frage, was ihr euch wieder stellt und ihr werdet bestimmt sagen, ha, jetzt kommt er auf den Punkt, warum das so ist. Nein, ich werde nicht auf den Punkt kommen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn man von den Verschwörungstheoretikern reden, finde ich als erstes mal einen Witz. Verschwörungstheoretiker, was ist denn bitte ein Verschwörungstheoretiker? Jeden Beitrag, den ich mir ansehe, und ich sehe mir nicht viel an, aber wenn ich mir welche ansehe, muss ich immer sagen, das hat was. Der hat recht. Durch diese Maßnahmen werden wir willenlos. Durch diese Maßnahmen ist man in der Lage, von jedem die DNA zu nehmen. Durch diese Maßnahmen kann man in die Lage kommen, das Bargeld abzuschaffen. Durch diese Maßnahmen können wir die Impfpflicht durchsetzen. Es gibt 1 Million von verschiedenen Theorien und jede hat was. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber so wie es uns anscheinend verkauft wird, ist es anscheinend nicht. Die Frage, meine Damen und Herren, für uns kleine Ameisen, was wir letztendlich sind, ist nicht, was steckt wirklich dahinter, sondern die Frage ist, warum tut ihr das? Tut euch erklären. Ich fordere die Politiker auf, die Menschen, die an der Macht sind, sich endlich mal hinzustellen und zu sagen, es wird mir uns das vorgeworfen, warum halten wir an den Infektionszahlen fest, wenn die sämtliche Medizin und Virologen sagen, viel wichtiger sind die Erkrankten. Wieso geht ihr nicht an das Mikro und erklärt es? Wieso sprecht ihr nicht mit dem Volk? Wieso sprecht ihr nicht mit der kleinen Frau und mit dem kleinen Mann?
der Tag für Tag in die Arbeit geht, seine Steuern bezahlt, für das Volk was beigeträgt, Deutschland zu einem Wunder gemacht hat. Ihr behandelt sie wie Menschen, die nichts zu sagen haben, sogar als deine Kinder erklärt man, wieso und weshalb. Und hier nicht. Man verwehrt sich und man sagt, so, es ist einfach so, wir müssen das tun und wenn ihr das nicht tut, dann passiert dies und jenes. Ich fordere die Politiker auf, und das sollten wir alle letztendlich fordern, sich zu erklären. Und wenn sie sich nicht erklären, hört auf, solche Menschen zu wählen. Wählt irgendjemand. Wählt jemand aus dem Hettelclub. Nehmt jemand aus dem Tierschutzverein. Irgendwelche Parteien, aber nicht diese Menschen. Das ist etwas, was unmöglich ist. Das sage ich schon immer auch Eltern, Lehrer. Wenn du heute etwas tust, erkläre den Menschen wieso. Und wenn sie es verstehen, werden sie dir folgen. Aber somit erzeugen sie, ich betone wirklich sie, erzeugen sie Lagerspaltung. Das heißt also, jetzt passieren verschiedene Lager. Der eine ist dafür für die ganzen Maßnahmen, der andere ist dagegen. Der eine ist in der Mitte. Wir erzeugen Lager in unserem Volk und diese Lagerbildung führt zu Streitereien, zu Diskussionen und ja, wenn wir nicht aufpassen, zu Krieg. Zu Krieg. Und das kann nicht der Sinn sein. Anscheinend haben diese Damen und diese Herren an diesen richtigen Positionen, sogenannten richtigen Positionen, nicht das richtige Standing, um solche Positionen zu begleiten. Normalerweise sollen sie voller Demut abschwirren, sondern andere an die Macht lassen. Wir brauchen wieder Menschen, so wie damals, die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Bundesrepublik Deutschland wieder aufgebaut hat. Wir brauchen Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, die sich nicht zu schade waren, in irgendwelche Fernsehsendungen zu gehen und Stellungnahme dementsprechend zu geben. Sie erzeugen Spaltung, sie erzeugen Krieg, sie erzeugen Uneinigkeit unter uns. Und das Schlimmste ist, wir gewöhnen uns an Maßnahmen und Vorschriften. Ja, wir gewöhnen uns. Wir gewöhnen uns, dass uns jetzt gesagt wird, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Immer mehr nehmen wir die ganzen Vorschriften, ohne zu überlegen, in Kauf. Am Anfang haben die Menschen noch gleich nach dem Geschäft, wenn sie rausgekommen sind, die Maske runtergezogen und heute vergessen sie es und fahren sogar noch mit dem Auto weg. Das heißt, wir gewöhnen uns dran. Es wird alles normal und wir werden willenlos. Und wenn wir willenlos werden, die Gefahr besteht, überlegt, willenlos werden, dann sind wir Opfer. Dann gehen wir als Opfer durch die Zeit. Das heißt also, wir beginnen einen Geist zu machen, wo wir nicht mehr aktiv werden, wo wir nur auf uns schauen, wo wir nur noch schauen, wer hat Recht und wer hat Unrecht, was steckt dahinter. Wir werden uneinig, wir werden schwach und wir werden Opfer. Und als Opfer, das weiß jeder vernünftig denkende Mensch, als Opfer wirst du nie gewinnen. Du wirst als Opfer niemals deine Zukunft gestalten können. Du wirst als Opfer niemals dorthin kommen, wo du gerne sein möchtest. Und wir werden ein Leben erleben, das im Opferdasein sich bewegt. Und das bedeutet kein schönes Leben. Alleine vom Selbstwertgefühl wird es uns zerstören. Und diese ganzen Sorgen, diese ganzen Ängste, diese ganze Wut, diese ganzen Fragen erzeugen Krankheit, erzeugt finanzielle Einbußen, erzeugt Disharmonie in der Familie und unter Freunden. Es wird vieles auf uns zukommen. Wir können die Politik insofern nicht verändern. Wir können auch nicht dort irgendwas fordern. Ich finde es zwar super für die Menschen, die auf die Straße gehen. Und ich bin auch dabei, ich sage, seid super, ihr lasst euch nicht alles gefallen. Letztendlich wird es nicht die Lösung bringen, weil sie alles retuschieren und runterspielen, dass statt 500.000 Menschen auf der Straße waren, sondern nur 10.000, das waren ein paar Verrückte. Es wird im Fernsehen gespielt mit irgendwelchen Bildern, was nicht okay ist. Es sind Lügen, die sie verbreiten. Und das ist nicht gut. Was wir aber tun können und was wir tun müssen, und darauf ist mein Aufruf. Lasst uns jetzt in diese Zeit, lasst uns die Zeit anerkennen, wie sie im Moment ist, aufgrund der dilettantischen Führer. Lasst sie anerkennen und lasst uns das Beste daraus machen. Es ist jetzt Zeit, seinen Weg geistig und weltlich neu auszurichten. Hört mir zu. Diese Zeit dient dazu, aus meiner Sicht, und wir haben es mit Life Coaching Center unter Beweis gestellt, dass wir gerade jetzt stärker gefordert und gebraucht werden als jemals zuvor, als seit wir auf dem Markt sind. Jetzt brauchen die Menschen psychische Stabilität, geistige Techniken, wie sie besser durch die Zeit kommen.
Sorgen und Ängste abzustellen, in ihre Mitte zu kommen, in die Liebe zu gehen, Verständnis zu bekommen für den Gegenüber, auch wenn er eine andere Meinung hat. In der Welt ein Felsbrocken zu sein, ein Leuchtturm zu sein, das Positive zu bestrahlen, auf die Welt zu bringen, eine Fackel des Lichtes an die Hand zu nehmen und permanent weiterzureichen. Verständnis, Gemeinsamkeit, Hilfe, Freundschaft, Liebe und geistige Weiterentwicklung ist das Motto, was wir jetzt stärker brauchen als je zuvor. Desto ungewöhnlicher die Maßnahmen oder die Ursachen, was kommen, desto ungewöhnlicher und stärker brauchen wir die Maßnahmen. Und das bedeutet, sich jetzt weiterzuentwickeln, gerade jetzt in dieser Zeit. Das betrifft das Geistige. Dann werden wir eine Welt trotz dieser Krise, werden wir sie formen, unabhängig von irgendwelchen Diktaturen, weil das Kollektiv so stark ist, dass wir eine Macht sind und werden hier, ja, vielleicht mit einem blauen Auge hervorgehen. Aber wir gehen hervor und wir gehen groß hervor, weil es Persönlichkeiten gibt, weil es starke Felsen in der Brandung gibt und die brauchen wir. Die brauchen wir und das werden wir nicht schaffen, wenn wir noch so denken wie vor einem Jahr, wenn wir uns noch so bewegen wie vor einem Jahr und von der ganzen Welle mitreißen lassen und rausgehen aus dieser Geschichte. Und das Zweite ist, und das haben wir auch bewiesen, gerade in dieser Zeit haben wir nach anderen Möglichkeiten gesucht, nach anderen Dingen, wo wir unsere Zukunft, die Zukunft der größten Lebensschule im deutschsprachigen Raum gestalten können. Und es ist uns gelungen. Wir haben mittlerweile Berufsfelder aufgetan, wo heute einen hohen finanziellen Verdienst, eine tolle Zukunft bietet, gerade in dieser Zeit und darüber hinaus. Das bedeutet, die Firma steht besser da als je zuvor. Und wir bieten heute Möglichkeiten, Menschen Möglichkeiten, die sich berufen fühlen, anderen zu helfen, etwas Gutes zu tun, Coach zu werden, bieten wir ihnen Möglichkeiten, dass sie vielleicht mehr Geld verdienen und mehr Karriere machen als jemals zuvor in ihrem Leben. Wer hätte das gedacht? Die einen nutzen die Zeit und machen sich Gedanken, warum ist es so? Und sie jammern und lamentieren. Und die anderen beginnen aus den Steinen, die ihnen in den Weg gelegt worden sind, ein Haus zu bauen. Ein großes Haus. Meldet euch. Lasst uns gemeinsam was machen. Ich informiere euch über die Möglichkeiten und über die Techniken. Und übrigens, bleibt cool und bleibt gechillt. Bleibt in eurer Mitte. Vergisst nicht, Leben heißt Leben und nicht Überleben.